Okay. Ja, schönen guten Abend zu unserem Online-Event. Spannendes Thema. Sie haben es ja gelesen. Wir haben ja seit diesem Jahr quartalsweise solche Veranstaltungen, die sich zunehmend rumsprechen und interessant von den Themen sind. Und eingeladen wird jedes Mal durch unser neues Medium Insights Digital. Wir sind auch hier umgestiegen und ich freue mich, dass wir heute den Daniel Jeller hier haben als Referenten, der vom Fach ist, ein professioneller ITler, der bei Icarus auch beschäftigt ist. Aber ich möchte seiner Vorstellung nicht vorgreifen und das Thema ist spannend genug. Wir gehen heute ins Kloster, hinter die Klostermauern. Aber nicht zu Exerzitien, sondern wir sind einfach neugierig und schauen hinter die Kulissen. Seit der frühen Neuzeit hat sich ja ein besonderes gesellschaftliches Leben hier abgespielt, das jetzt zunehmend interessant ist, auch für die Geschichtsforschung, für die Familiengeschichtsforschung. Prosopografie ist ja familienbezogene oder personenbezogene oder gruppenbezogene Geschichtsforschung. Ich wünsche uns einen schönen Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Und ich übergebe jetzt an den Otto Ammann, der die Moderation dieser Veranstaltung übernimmt und auch besser im Thema vernetzt ist wie ich jetzt. Und ich freue mich auf den Vortrag. Lieber Otto, und die Tatjana sagt jetzt vielleicht vorab, bevor der Otto übernimmt, noch etwas zum Technischen. Der Vortrag wird aufgezeichnet und so weiter. Ich übergebe. Schönen Abend. Danke, Manfred. Ah, da möchte noch jemand eintreten. Genau, das lassen wir gleich zu. Ich wollte Sie nur darüber informieren, dass, sofern es keine Einwände gibt, natürlich wir die Veranstaltung gern wieder aufzeichnen möchten, sodass sie dann auch im Nachhinein zum Nachschauen nochmal zugänglich gemacht werden kann und auf YouTube gestellt wird. Dankeschön. Gut, ja, also auch von meiner Seite einen schönen guten Abend und danke für Interesse und die Teilnahme. Und ja, wir haben heute ein ganz ein interessantes Thema, prosopografische Datenbanken. Alle die, die wir in der Heimat, Ortsfamilien und Ahnenforschung, Familienforschung tätig sind, machen das, prosopografisch Daten anzuhäufen und irgendwie strukturiert dann auch abrufbar zu haben. Und heute hören wir eben ganz spezifisch von einem Experten, wie so prosopografische Datenbanken eben angelegt werden und was man dabei berücksichtigen muss, mit welchen Problemstellungen es hier man hier zu rechnen hat. Daniel Jeller, den ich kurz vorstellen darf, hat Geschichte an der Uni Wien studiert, an der Universität Wien, und seine Diplomarbeit über Archivmaterial im Zeitalter digitaler Reproduktion verfasst. Er ist IT-Leiter von Icarus und verantwortlich für das Metadatenmanagement von Monasterium. Und Monasterium wiederum ist das größte Online-Portal für mittelalterliche und frühneuzeitliche Urkunden, also auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum. Und außerdem zeichnet er beim Time Machine Projekt für die Technik verantwortlich. Und von 2019 bis 2021 war er Co-Leiter und Hauptentwickler im von der Österreichischen Akademie der Wissenschaft finanzierten NAMPI-Projekt, worüber er uns heute berichten wird. Und ich übergebe gleich das Wort an ihn. Er wird uns jetzt Ja, weitersagen. vielen Dank. Ich freue mich natürlich auch sehr, heute da sein zu können, da sein zu dürfen. Es ist ja ganz lustig, in dem digitalen Medium über digitale Technologien sprechen zu können. Im Grunde, wenn ich nur kurz noch weiter zusammenfassen darf, wie ich zu der ganzen Sache dazukomme oder was mir daran interessant erscheint oder was mir da wichtig ist. Ich bin eben ursprünglich, also ich bin so eine Art Mischgeschöpf. Ich bin HTL-Absolvent und habe dann aber nach der Schule den ganzen technischen Kram liegen lassen, habe Geschichte studiert, bin dann nach der Uni aber irgendwie wieder zurück zum Technischen geschlittert und beschäftige mich jetzt eben seit doch schon bald Jahrzehnten, muss man leider sagen,
die Zeit vergeht so schnell, mich mit den unterschiedlichen Facetten der digitalen Online-Stellung von historischen Daten, der Aufarbeitung, der Modellierung von Datenobjekten in unterschiedlichen Kontexten, unter anderem bei Icarus, beim Monasterium. Ich bin nicht direkt dafür verantwortlich, aber ich habe im Grunde peripher natürlich auch mit Matricula zu tun, Waage, ein bisschen mit der Topothek, mit verschiedenen Online-Datenbanken. Ich habe auch, das kommt später ja auch noch zur Sprache, ich habe auch bei Prodomo, das auch eine Datenbank von Icarus mit prosopografischen Inhalten ist, auch schon vor Jahren die Programmierung gemacht. Und ich finde diese Thematik immer sehr spannend, wenn es um die Schnittstelle geht zwischen den Objekten aus der physischen Welt und in welcher Art und Weise man die im Digitalen zugänglich machen kann, weil Digitalisierung bedeutet immer ein Transformieren quasi von einem Objekt. Man verliert immer irgendwas, eine Facette von der realen Welt. Man muss sich immer entscheiden, welche Eigenschaft der Objekte man in den Fokus quasi legen wollen würde. Und dahingehend ist man dann gezwungen, sich unterschiedliche Technologien anzuschauen, unterschiedliche Arten der Datenaufbereitung, um eben dem jeweiligen Zweck, den man im Hintergrund für sich hat, am besten gerecht werden zu können. Einfach unterschiedliche Daten verlangen, aber unterschiedlichen Technologien. Ja, ich teile jetzt mal kurz meinen Bildschirm. Das habe ich ganz vergessen im Eifer des Vortragens. Ich muss nur kurz den Button finden da. Genau. So, theoretisch sollten Sie meinen Bildschirm mit einer PowerPoint-Präsentation sehen. Ja, sehr gut. Ausgezeichnet. Gut. Ja, als erstes vielleicht ganz kurz, nur damit die Rahmenbedingungen gesteckt sind, bevor ich dann weiter in die Details gehe oder noch bevor ich damit anfange, nochmal bitte von mir auch die Aufforderung, falls Sie zu irgendwas Fragen haben, es ist ein relativ breitläufiges Thema, das in einer Stunde doch auch trotz der Zeit relativ knapp nur abgehandelt werden kann. Also es kommen immer Sachen zu kurz, wenn Sie irgendwo Einwände haben oder Anmerkungen oder Fragen. Sie können dir gerne jederzeit stellen. Wir schauen ein bisschen auch auf den Chat. Ich habe in der Präsentation verschiedene Punkte eingebaut, wo sich durchaus Fragen speziell ergeben könnten oder wo sich das ganz gut eignet, um das Vorangegangene ein bisschen zu reflektieren oder zu rekapitulieren. Aber im Grunde, wenn Ihnen gerade was auffällt, gerne jederzeit auch entweder per Chat, ja, am besten wahrscheinlich wirklich per Chat eine Frage stellen und dann schauen wir, wie wir das am besten einbauen. Ja, gut, also auf jeden Fall, warum bin ich eigentlich da? Im Titel steht, der Veranstaltung steht NAMPI. NAMPI, das ist eine englische Abkürzung für Nuns and Monks Prosopographical Interfaces, also Nonnen und Mönche, ja, prosopographische Schnittstellen sozusagen. Das war ein Projekt, das im Rahmen eben der Go Digital Next Generation Förderschiene von der Akademie der Wissenschaften gefördert worden ist. Im Grunde ist es ein Forschungsprojekt gewesen und die Ziele des Projektes waren einerseits die Entwicklung von einem Datenschema, das eben für prosopographische Daten tauglich ist. Warum das interessant ist, erzähle ich dann später. Das Verwenden von diesem Schema, um tatsächlich eine Software zu entwickeln, in die Daten reingespielt werden können. Und dann diese Software zu verwenden, um tatsächlich Daten aus verschiedenen Quellen zu übernehmen und online zu stellen. Also es gibt quasi eine Datenbank, es gibt einen Editor, in dem man Daten anlegen kann. Es gibt verschiedene Quellen, die wir bearbeitet haben. Es gibt verschiedene Mitarbeiter. Wir haben da mit verschiedenen Institutionen zusammengearbeitet, die Uni Wien, eben Icarus mit meiner Person, die Universität Graz, verschiedene externe Dienstleister und so weiter. Und haben eben dieses Projekt zwischen 2019 und jetzt November 2020 abgewickelt. Kurz zusammengefasst, Sie können das dann auch, ich blende das vielleicht am Ende nochmal ein. Es gibt natürlich Webseiten, es gibt den gesamten Code von der Software, falls das Sie interessiert, online verfügbar. Und ich gehe jetzt nicht im Detail darauf ein, weil das ein Aspekt ist, der auch jetzt von der Zeit her sich nicht ganz ausgeht. Im Grunde ist es eine Software geworden, die man sich auf seinem eigenen Server auch installieren kann, um eigene Daten einzupflegen. Zwar schon mit einem gewissen Know-how, das man braucht, aber wenn Sie Interesse an sowas haben, können Sie uns auch gerne Bescheid sagen, beziehungsweise Sie schauen sich die Online-Quellen an.
auf unserer Webseite nampi.ik-us.eu. Da gibt es eine About-Seite, da stehen alle diese Dinge auch nochmal drauf. Und sicherheitshalber möchte ich noch vorausschicken, die Datenbank und die Website ist gerade momentan noch im Testlaufmodus sozusagen, wo wir versuchen zu schauen, wie groß die Ressourcen sein müssen, die wir aufwenden. Und es kann sein, wenn wir jetzt alle gleichzeitig draufschauen, dass es möglicherweise abstürzt. Ich hoffe nicht, aber nur, dass sie gewarnt sind. Das bedeutet dann für mich, ich muss den Server, auf dem das Ding läuft, morgen vergrößern. Es ist auch so eine Art Massentest, den wir da quasi jetzt veranstalten. Ja, gut, soviel zur Vorrede des Ganzen. Ich möchte meinen Vortrag, also quasi die nächste, ja, sagen wir eine gute halbe Stunde, wenn man Diskussionszeiten und so weiter noch ausrechnet, damit verbringen, einerseits Ihnen kurz zu erklären, was digitale Prosopographie insgesamt eigentlich ist, warum das interessant ist, welche Facetten es da gibt, die sich besonders gut für digitale Aufarbeitungen eignen, wo die Probleme des Ganzen sind, welche schon Vertreter dieser Quellengattung es quasi online jetzt gibt und also nicht im Detail natürlich, aber nur so beispielsweise und was wir quasi beitragen wollten zur Gesamtthematik und dann natürlich noch ein bisschen einen Blick in welche Datenquellen haben wir online, was gibt es da an Informationen. Also es geht ein bisschen über den Blick in die Klostermauer sogar noch hinaus, wir schauen fast ein bisschen runter ins Fundament, das interessanterweise nicht nur aus Stein gemauert ist, sondern irgendwie mit so Computerzeug. Und ja, wie gesagt, nach diesen Blöcken gibt es dann immer ein bisschen die Möglichkeit für Fragestellungen von Ihrer Seite. Also wenn Sie was wissen möchten, nutzen Sie das bitte gerne. Ja, gut. Dann fange ich mal an eben mit der Grundlage des Ganzen. Prosopographie, was ist das eigentlich? Warum braucht man da einen eigenen Fachbegriff? Warum kann man nicht einfach sagen Personendatenbank oder generell Telefonbuch oder irgend sowas? Rein jetzt der Neugier halber habe ich natürlich, weil man das sowas ganz gerne macht, auch die Wortherkunft da. Das kommt quasi aus dem Griechischen, das ist so eine rhetorische Technik, wo man bei einem Vortrag quasi aus der Rolle heraus von einer anderen Person spricht. Das ist im Grunde schon relativ bezeichnend für das, was man da eigentlich machen wollen würde. Man lässt sozusagen Gruppen von Personen durch ihre Gruppe heraus ein bisschen sprechen, ohne dass sie tatsächlich da irgendwie direkt zu Wort kommen. Es ist was trotzdem nur Interpretation mehr oder weniger ist. Im Grunde ist es ein Teil der historischen Hilfswissenschaften, wobei ich finde, dass das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Also es geht nicht nur darum, anderen Wissenschaftlern zuzuarbeiten, wie bei historischen Hilfswissenschaften häufig oder quasi als Hilfsfacette des Ganzen. Je nachdem, welche Bedeutungsfacette man stärker für sich relevant findet, das kommt dann jetzt gleich als nächstes, ist es schon durchaus auch ganz eine eigene wissenschaftliche Forschung und ein Produkt quasi einer Forschung, kann eine prosopographische Datenbank sein. Jetzt ganz, ganz kurz zusammengefasst geht es im Grunde um eine systematische Erforschung von einem Personenkreis. Wobei da wirklich wichtig ist, systematisch und Personenkreis quasi. Es gibt da eben zwei unterschiedliche Bedeutungsschwerpunkte. Der erste ist relativ traditionell, das kommt aus dem 19. Jahrhundert, Theodor Mommsen und so weiter. Das bekannteste Werk quasi, womit diese ganze Forschung begründet worden ist, ist die Prosopographia Imperii Romani. Das ist im Grunde ein Lexikon oder ein Nachschlagewerk zur Führungsschicht vom Römischen Reich zwischen Augustus und so das 3. Jahrhundert nach Christus. Also da ist wirklich versucht worden, sämtliche Leute, nicht überhaupt, aber zumindest von einer gewissen Personengruppe systematisch zu erfassen und zumindest gewisse Grundinformationen zu diesen Personen zu sagen. Natürlich gibt es dann zu manchen Personen mehr zu sagen, zu manchen wieder weniger, je nachdem, in welchen Quellen die drinnen stehen. Aber quasi das erste bekannte Beispiel dafür ist auch schon gleichzeitig ein gutes Modell für diese Art der Interpretation. Wie ich da zitiert habe aus dem Wörterbuch zur Geschichte, es ist ein aus den Originalquellen erarbeitetes Verzeichnis von bekannten Personen innerhalb von einem Zeitabschnitt. Da ist jetzt wirklich relativ wichtig, das ist eben die eine Facette, es ist ein systematisches Werk, wo man nachschauen kann, wo man Informationen drinnen findet.
Das ist so ähnlich wie ein Lexikon und hat in dem Sinn auch die gleichen Vorteile wie ein Lexikon, nämlich es hat eine fixe Struktur. Man kann sich da verlassen, dass verschiedene Rahmenparameter immer vorhanden sind. Und dementsprechend schematisch lässt sich sowas im Grunde auch erstellen. Und natürlich ist da auch Forschung nötig, um sowas zu machen. Aber das fällt für mich eher in diese Kategorie der historischen Hilfswissenschaften. Das nimmt man, wenn man was nachschauen will, wenn man genauere Informationen über was, wo man gerade forscht, quasi braucht. Da gibt es eben bekannte Beispiele, interessanterweise relativ viele aus der späten, also aus der klassischen Geschichte, der Beschäftigung mit der Spätantike, mit dem Frühmittelalter und so weiter. Einfach weil da, wie man sich das leicht vorstellen kann, die Anzahl der Personen, die bekannt sind, noch nicht so dermaßen ausufert, dass man nie wieder mit der Arbeit fertig werden würde. Und weil gleichzeitig die Informationen natürlich da im 19. Jahrhundert sehr prestigeträchtig und sehr, sehr relevant waren. Man beschäftigt sich gern mit den Römern, mit römischen Kaisern, mit römisch-deutschen Kaisern und so weiter. Das ist spannend. Dahingehend sieht man aber relativ gut, was man da immer hat. Man hat immer einen gewissen Schwerpunkt auf eine Gruppe von Personen. Selbst eben bei diesen frühen Beispielen gibt es nicht so, dass man sagt, man versucht, sämtliche Personen irgendwie zu erfassen. Eben bei der Prosopographia Imperii Romani geht es eben um die Führungsschicht. Dann bei dem Fortsetzungswerk sozusagen, The Prosopography of the Later Roman Empire, also quasi die Spätantike, da geht es im Grunde auch um die Oberschicht, allerdings nicht nur mehr um Römer, sondern da sind auch Perser drinnen, da können ein paar Runen drin sein, wenn die wirklich irgendwo in der griechisch-römischen Literatur vorgekommen sind. Und dann bei der mittelbyzantinischen Zeit geht es dann schon noch weiter und bedeutende Personen, die aber aus sämtlichen Gruppen theoretisch kommen könnten, wenn die Bearbeiter der Meinung waren, dass sie da halt quasi reinpassen. Aber alle diese Dinge haben gemeinsam, dass es wirklich versucht wird, vor allem ein Nachschlagewerk mit fundamentalen, grundlegenden Informationen quasi zu bieten. So, jetzt habe ich das Telefon natürlich. Gut. Dann die andere Variante ist, das kommt aus den 1970er Jahren, wo quasi in der Geschichtswissenschaft viele neue Strömungen aufgekommen sind, wo man versucht hat, sich plötzlich mehr mit Sozialgeschichte, mit weniger bekannten, weniger wichtigen Leuten zu beschäftigen. Da gibt es eben quasi die englische Variante von Prosopography. Das kommt vom gleichen Wortstamm, wird aber genau genommen ein bisschen anders verwendet. Im deutschsprachigen Raum könnte man das unter dem Begriff kollektive Biografie sozusagen zusammenfassen. Da geht es nicht mehr darum, so eine Art lexikalischen Überblick zu schaffen, sondern man versucht schon Erkenntnisse quasi aus seiner spezifischen prosopographischen Arbeit zu gewinnen. Eben wie ich da geschrieben habe, es geht um Studien zu den gemeinsamen Merkmalen einer Gruppe von Menschen, deren individuelle Biografien potenziell auch unauffindbar sein könnten. Also da sind jetzt dann die Leute aus der frühen Neuzeit, irgendwelche im Grunde nur in einem Professbuch einmal genannten Nonnen oder Mönche, von denen man im Grunde nicht viel weiß, vielleicht also das Geburtsdatum, vielleicht die Eltern oder so, und das Professdatum, wann sie in das Kloster eingetreten sind. Wichtig in dem ganzen Kontext ist weniger, möglichst genau Individuen herauszuarbeiten mit ihren Lebensdaten, sondern quasi das Netzwerk, in das diese Personen eingebettet worden sind, sichtbar zu machen, um aus dieser Tatsache, dass diese Personen alle Gemeinsamkeiten gehabt haben, Informationen über die Lebensumstände, ich habe da geschrieben, politische Funktionalitäten, sozialen Status, Mobilität, wie durchlässig war die Gesellschaft, wie haben sich Gruppen bewegt, haben sich verschiedene Ämter oder verschiedene Rollen auf spezielle Gruppen besonders verteilt, im Grunde eben sehr sozial geschichtliche Forschungen. Und da ist es so, dass quasi das Endergebnis wirklich auch schon eine Forschung in den meisten Fällen quasi sein kann. Da sagt man nicht, man baut was, wo dann andere Leute was damit machen, sondern man hat genau genommen selber schon ein gewisses Forschungsinteresse. Und die Erschließung von diesen Personendaten ist eigentlich die Grundlage für die prosopographische Arbeit. Da ist mehr oder weniger für die Prosopographie schon eine Vorarbeit nötig. Eben wie ich da auch geschrieben habe, zum Beispiel genealogische Forschung als Möglichkeit, Daten zu Personen, zu dem Kreis, in dem sie sich bewegt haben, zu ihren geografischen Verortungen und so weiter
zu erschließen, ist da im Prinzip eine von vielen Vorarbeiten, die dann verwendet werden können, um dann spezifische Dinge aus dem Leben von dieser Personengruppe quasi zu erforschen. Das muss dann nicht mehr zwingend der Familie sein, das kann dann eben der Stand sein, zu dem diese Familie dazugehört hat, eine Berufsgruppe, eben eine Zunft, alles Mögliche. Da ist dann im Grunde das Forschungsinteresse der einzige limitierende Faktor. Wichtig ist, um diese Forschungen zu machen, braucht man auch wieder eine strukturelle Erschließung der Personen, um eben diese Netzwerkeffekte sichtbar machen zu können. Man muss wissen, wie hängen diese Leute zusammen, wie hängen die mit dem Raum zusammen, wie hängen die mit den Gruppen, in denen sie vernetzt waren, quasi zusammen. Und beide von diesen Bedeutungsfacetten sind im Grunde für unsere Datenbank und für andere Datenbanken relevant. Man sieht die unterschiedlichen Facetten manchmal stärker in dem einen und manchmal stärker in dem anderen quasi präsent. Unsere Datenbank ist allerdings nach diesem zweiten Kriterium keine fertige Forschung, sondern man könnte sie verwenden, um Dinge zu erforschen, mehr oder weniger. Also in unserem Kontext ist es eher auch wieder die Hilfswissenschaft, das Zuarbeiten für weiterführende Forschungen. In den meisten Fällen ist das ja das, was man machen wollen würde, wenn man eine Datenbank erstellt. Ja, kurz zusammengefasst geht es eben darum, das eine ist eher was Lexikonartiges und das zweite ist wirklich eine Art von Analyse von einer gewissen Personengruppe quasi schon. Ja, das ist quasi schon der Überblick über diese Thematik. Wenn Sie dazu irgendwelche Fragen haben, bitte gern. Ich schaue mal kurz auf den Chat. Ah ja, bitte sehr gern, Herr Fett. Sie haben gerade die Hand. Ja, hallo. Genau, ich finde es, also ich will erstmal vorweg sagen, ich bin ja Wirtschafts- und Sozialhistoriker. Ja, habe mich selber lange schon mit, also ich habe bei Manfred Thaller so langer Zeit mal Cleo gelernt und selber dann nicht angewendet und so. Aber ich denke, dass das Anliegen, ja, also das, was Sie jetzt gerade mit Lawrence Stone und so geschildert haben, das ist mir super sympathisch. Ja, das ist auch das, wo ich die große Chance in der Genealogie sehe, weil die in der Genealogie es ja das schon gibt. Man muss das Rad nicht auch technisch nicht neu finden. Und jetzt, wir sind bei CompGen, entwickeln wir ja einen, also haben schon seit langem für unsere, also das ist jetzt ein kleiner Datenbestand, etwa 80 Millionen Datensätze. Dafür haben wir einen Personendatenstandard entwickelt, GetBus4All. Und gleichzeitig müssen wir aber auch anerkennen, dass es Leute gibt, die größer sind als wir, nämlich FamilySearch mit dem GetCom-Standard. Und da reden wir über, weiß ich nicht, das ist das Tausendfache. Die sind tausendmal so groß wie wir. Ja, irgendwann haben sie neulich mal ein bisschen mit uns geredet und wir waren sehr froh. Ja, es sind 80 Milliarden Datensätzen, die kommen. Und jetzt wäre die böse, ketzerische Frage, Prosopography zu machen ist super, aber warum als so ein Modellierungsprojekt und warum macht man nicht einfach die Sachforschung? Warum muss man eine neue Technik erfinden? Naja, bis zu einem gewissen Grad kommt es. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit diesen anderen Playern so in dem Feld? Das ist natürlich der große Knackpunkt und diese Thematik kommt dann natürlich später bei mir dann noch, weil wir natürlich wir haben versucht, ein spezifisches Ziel zu erreichen quasi. Und unter anderem das, was Sie ansprechen, ist mit die Motivation für unser Experiment quasi gewesen. Aber wie gesagt, im Detail sehen Sie das dann später nochmal oder zumindest bis zu einem gewissen Grad in einem Detail. Und wir können dann nach dem nächsten oder nach dem übernächsten Block quasi nochmal an das Ganze anknüpfen. Und eventuell habe ich die Frage dann schon beantwortet oder ich habe die Frage noch komplizierter gemacht, weil ich keine Lösung für die Frage habe. Das wird sich dann zeigen. Aber wenn ich noch da einhaken darf, wenn ich dich richtig verstehe, Daniel, geht es bei einer prosopografischen Datenbank um etwas mehr als nur um eine genealogische Datenbank, die die Beziehung der Personen, die familiären Zusammenhänge hier einmal aufzeigt. Es geht um die Folgeauswertungen, die man darauf ziehen kann. Also zum Beispiel eine bestimmte Milieustudie genau. Oder eben
dynastische Studien oder sozialwissenschaftliche, wirtschaftswissenschaftliche, geschichtswissenschaftliche Studien nehmen und Erkenntnisse daraus zu ziehen. Also das genau. Hebt sich etwas von der Genealogie schlicht ab, auch wenn das Millionen von Datensätzen sind, keine quantitative Frage, sondern eben eine qualitative Frage, wie ich hier Daten zueinander in Beziehung setzen kann und daraus Schlüsse ziehen kann. Genau. Das werden wir jetzt hören, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, das ist letzten Endes die Problemsituation, in der man sich befindet, nämlich die Frage, was habe ich konkret? Ist das, was ich habe, das, was ich haben möchte oder das, was andere Leute auch für ihre spezifischen Forschungen brauchen? Und wie kann ich das zugänglich machen, eben auch um es in andere Standards, wo vielleicht andere Datenfacetten gefragt sind, importierbar machen zu können und so weiter. Also wie gesagt, also diese ganze Thematik wird jetzt in den nächsten paar Blöcken ein bisschen behandelt, sicher nicht abschließend, aber ja, schauen wir einfach mal weiter, wenn Sie nicht zu dem ersten Teil noch Fragen haben. Ich sehe jetzt leider gerade den Chat nicht, deswegen weiß ich es nicht. Ich gehe einfach mal weiter. Ich verfolge den Chat mit und ich stelle die Fragen generell, also auch gerne zusammen und in Blöcken, dass das noch abgearbeitet wird. Also das läuft schon, ja. Genau, jetzt ist eben die nächste Frage, prosopografische Datenbanken. Ich habe das mal salopp so zusammengefasst, was ist das und warum braucht man das? Wobei ich natürlich da immer sagen muss, dass das Ganze aus meiner Perspektive ist. Da gibt es auch andere Möglichkeiten, das zu definieren, beziehungsweise andere Sichtweisen, wie man auch quasi bei meinem kurzen Überblick über was Prosopographie bedeuten kann, auch schon gesehen hat. Da gibt es auch schon unterschiedliche Facetten und je nachdem, wie man das interpretiert, ist natürlich auch das Produkt quasi ein anderes. Im Grunde ist die Frage, warum überhaupt der Computer oder warum eine Datenbank relativ schnell beantwortet. Ich habe da ein Bild von der Dokumentation von dem prosopographischen Lexikon der mittelbyzantinischen Zeit quasi. Das gibt es auf der Webseite, da kann man sich das anschauen. Kurz die Eingabemaske da abgedruckt, da sieht man im Grunde schon, das kann man sehr schnell nachvollziehen, das ist ein gewisses Schema. Das eignet sich sehr gut, sowas mit dem Computer einzugeben. Im Grunde hat man ein relativ fixes Schema in vielen Bereichen, aber natürlich nicht in allen. Die Computerdatenbank eignet sich einfach sehr gut, um das zu verlinken. Man kann Daten sehr gut transformieren, man kann Daten im Grunde durch Analysemethoden auswerten lassen. Wie ich da so schön platt geschrieben habe, Big Data, wie bei Family Search zum Beispiel, das kann man manuell nur mehr schwer auswerten, wenn man da einzelne Dinge sehen will. Da muss man quasi einen Computer drüber lassen und versuchen, den zwar mit menschlichem Interesse zu steuern, aber ich kann mir nicht allein 200 Millionen Datensätze anschauen. Das ist quasi einem einzelnen Wissenschaftler oder auch am Konsortium quasi nicht wirklich möglich. Sprich, ab einer gewissen Größe bleibt dann eigentlich nur mehr die Möglichkeit, in den Computer auszuwandern. Und im Grunde haben das die meisten Projekte auch schon relativ früh gemacht, einfach weil sich, selbst wenn sie damals noch Bücher produziert haben, die Produktion dieser Bücher auch schon mit einem Computer wesentlich einfacher war. Kontrollmöglichkeiten, Korrekturen und so weiter. Und aus dem heraus ist der Schritt dann relativ kurz zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Daten, die wir zum Beispiel in einem Buch veröffentlicht haben, schon da. Warum wollen wir das nicht jetzt, wo die Leute auch alle gutes Internet haben, auch vielleicht online zugänglich machen? Da gibt es ganz unterschiedlichste Dinge. Ich habe da nur drei Beispiele rausgegriffen. Das erste, weil es relativ interessant ist, das nennt sich die Personendatenbank von Germania Sacra. Das ist im Grunde eine Datenbank, wo geistliches Personal aus dem deutschen Raum, sagen wir mal, verzeichnet ist, wie man so wieder steht, Mittelalter, frühe Neuzeit vor allem. Da ist der Martin Luther drinnen, da sind irgendwelche Bischöfe von verschiedenen Bistümern drinnen und so weiter. Das Ganze basiert eben auf einer schon länger existierenden Forschungsreihe, ist immer noch im Betrieb. Momentan bauen die gerade eine Klosterdatenbank, die diese Personendatenbank ergänzt quasi auf. Da sieht man schon, also Vernetzung von diesen Daten ist auch immer relativ wichtig. Und da gibt es, wenn ich mich jetzt nicht irre, auch ein paar hunderttausend relativ detailliert erschlossene Bücher, also Personen mit allen Quellen, wo die drin vorkommen, mit verschiedenen Rollen, die inne gehabt haben.
Dann gibt es eben ein Projekt, wo ich selber als Programmierer mitgearbeitet habe. Das ist allerdings nur bei einer Pilotphase geblieben bisher, wobei wir durchaus Interesse haben, da wieder was zu machen. Und auch NAMPI ist ein bisschen so ein Schritt in diese Richtung, nämlich auch so eine Personendatenbank von österreichischem Ordenspersonal, wobei dort damals die Klösterkonferenz auch schon Interesse gehabt hätte, das auch ein bisschen so als Art digitales Professbuch vielleicht oder eine Vorstudie zu einem digitalen Professbuch zu sehen, wo dann nicht mehr nur eine Art von Forschungsdatenbank vorhanden gewesen wäre, sondern wo quasi auch neue Daten vielleicht irgendwann eingegeben werden würden. Das ist aber in dem Sinn nicht zustande gekommen. Es ist trotzdem eine Datenbank mit verschiedenen Personen aus 6, 7 österreichischen Klöstern, aus den jeweils vorher nicht erschlossenen Professbüchern. Also quasi, da geht es unter anderem auch um Neuerschließung von Daten. Und dann gibt es auch eben ein recht prestigeträchtiges Projekt. Ich schaue in diese ganzen Dinge jetzt speziell gar nicht rein. Sie können sich das gerne selber anschauen. Es gibt auch schon ein lang bekanntes analoges Projekt, Prosopography of Anglo-Saxon England, wo auch eine Personendatenbank vorhanden ist, die wieder auch nach diesem ersten Schema sozusagen versucht, mehr oder weniger alle Personen, die irgendwie irgendwo greifbar sind, in verschiedenen Quellen, seien das jetzt Urkunden oder Bücher oder irgendwelche Register, da aufzunehmen. Und da hat man natürlich dann auch ganz unterschiedliche Erschließungstiefen. Im Grunde kann man sich die Frage stellen, was unterscheidet jetzt unterschiedliche Datenbanken? Ist es überhaupt, was ist eine prosopografische Datenbank in dem Kontext und was ist vielleicht eben keine? Zum Beispiel, eben, weil ich damit selber über Icarus zu tun habe, Monasterium, wo ja Personen drin vorkommen, oder Matricula, wo eben auch vor allem Personen drin vorkommen. Da würde ich eben sagen, natürlich ist das auch subjektiv, speziell Matricula natürlich nicht, weil das im Grunde ja nur eine das ist im Prinzip eine Datenbank von Registerbüchern quasi. Man könnte das natürlich verwenden, um dann eine Datenbank zu erstellen. Und wir wären natürlich interessiert daran, da quasi für Matricula derartige Metadaten zu erstellen. Und beim Monasterium sind zwar tatsächlich auch schon Personendaten vorhanden, aber erstens ist der Fokus auf ganz andere Informationen. Die Personen sind im Grunde größtenteils nicht normalisiert und es gibt nicht wirklich weitere Daten, außer dass sie aus dem Kontext her mit Aktivitäten in den Urkunden quasi verknüpft werden können. Da könnte man auch sagen, es wäre schön, wenn man da eine Datenbank im Hintergrund hätte, wo diese Personen auch drinnen vorkommen. Die andere Sache, ich habe das salopp geschrieben, die Mormonen, das meint natürlich Family Search oder Ancestry, verschiedene andere große Datenbanken von Personen. Da ist die Sache natürlich schwieriger. Also ich würde schon sagen, dass das auch eben in dem Sinne prosopografische Datenbanken sind, weil da ja ein systematisches Erschließungsinteresse sozusagen vorhanden ist. Es gibt aber noch einen Fokus, der für mich da auch als Wissenschaftler sozusagen zu kurz kommt. Das ist dann bei NAMPI dann später im Interesse, also im Fokus. Wichtig ist nicht nur das Erschließen der Daten, sondern quasi auch die wissenschaftliche Dokumentation. Wo kommt das her? Nach welchen Kriterien ist diese Entscheidung getroffen worden, dass diese Person zum Beispiel eine andere Person ist? Das sind eher Interpretationsvorgänge. Und es ist halt die Frage, also man könnte potenziell sagen, dass es vielleicht doch eher unter Anführungszeichen nur Personendatenbanken sind und nicht prosopografische Datenbanken, wo ja ein gewisses spezifisches Forschungsinteresse jeweils dahinter ist, wobei das wirklich relativ diskussionswürdig ist. Das ist jetzt eher so mein Gefühl bei der ganzen Thematik. Die Frage wäre, was sind jetzt quasi aus meiner Sicht die Anforderungen, die man stellen würde an eben tatsächlich was ich jetzt als prosopografische Datenbank definieren würde. Und zwar wäre das eben, dass es diese schematische Struktur quasi gibt, das ist eh klar, das sind quasi die traditionellen Dinge, die man braucht, dass man Abfragen machen kann, dass man Daten exportieren kann, dass Datenbankobjekte eindeutig identifizierbar sind, das ist im Grunde in all diesen Datenbanken gegeben. Dann gibt es heutzutage in der Wissenschaft noch ein weiteres Interesse, das nennt sich FAIR Principles.
Das bedeutet im Grunde, dass man möchte, dass die Daten durch externe Personen gut nachnutzbar sein, dass man es gut exportieren kann, dass es dokumentierte Datenschema da gibt, dass man für die Personen zum Beispiel, die drinnen vorkommt, versucht, auch die Verknüpfung zu anderen Datenquellen schon vorzunehmen, um Identitäten leichter feststellbar zu machen. Also im Grunde, dass die Daten gut nachnutzbar sind. Und dann für die wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit, eben gerade weil es bei diesen alten Dokumenten, ich habe dann später noch ein Beispiel, wie das dann konkret ausschaut, wirklich sehr oft streitwürdig ist, was da eigentlich drinnen steht. Und es kann durchaus zwei Leute geben, die mit genau dem gleichen Recht quasi zu unterschiedlichen Aussagen kommen. Da hat man oft die Schwierigkeit zu sagen, was ist jetzt das Richtige und was ist das Falsche, und hat dann plötzlich die Situation, dass eine Person drei unterschiedliche Geburtsdaten hat, die im Grunde alle richtig oder nicht richtig quasi sind. Von dem her gibt es noch das Bedürfnis, diesen Interpretationsprozess auch zu dokumentieren quasi, dass man sagt, man weiß auch, wer hat diese Information quasi festgestellt und woher kommt die quasi. Und das ist das, was potenziell in so anderen Datenbanken, die mehr oder weniger zum Beispiel von einem einzelnen Wissenschaftler für eigenes Interesse gemacht worden sein, natürlich zu kurz kommt, weil der dokumentiert natürlich nur seine eigenen Interpretationen. Und man kommt sehr leicht zur im Grunde aus der geschichtswissenschaftlichen falschen Schlussaussage, dass da irgendwelche Fakten drinstehen, sondern im Grunde sind das nur Interpretationen von Dingen, die quasi in den Quellen drinnen stehen. Fakten, die unwiderlegbar sind, sind natürlich relativ in dem Kontext. Gut, es gibt jetzt natürlich verschiedene Problematiken, da gehe ich jetzt auch nur kurz drauf ein, die in verschiedenen Datenbanken mit unterschiedlichen Strukturen mal stärker, mal weniger stark quasi präsent sind. Besonders in eher auf quasi der alten Tradition, wenn man quasi auf der Vorbereitung für ein Buch elektronische Dokumente anlegt, die man dann in der Datenbank umwandelt, hat man meistens keine spezifische Datenstruktur für die Begriffe, die man verwendet. Und man hat dann das Problem, wenn mehrere Leute bearbeiten, die nicht ganz genaue Regeln haben, nach welchen Dingen Begrifflichkeiten vergeben werden müssen, hat man plötzlich da 1, 2, 3, 9 unterschiedliche Schreibweisen für im Grunde die gleiche abstrakte Funktionalität, nämlich quasi den Kellermeister oder die Meisterin von einem Kloster. Da gäbe es quasi den Wunsch, dass man versucht, die Konzepte, die hinter diesen Dingen stehen, zu erfassen und nicht nur die Begriffe quasi. Dass man eben sagen kann, was ist das eigentlich, ein Zellerar oder ein Kellermeister? Und dann ist es nicht mehr ganz so wichtig, wie der im Detail heißt, weil er unterschiedliche Namen haben kann. Aber über diese Struktur, die ich da beispielsweise aufgeführt habe, das Amt im Kloster, Verwaltungstätigkeit und dann der Zellerar, natürlich ist das in Wirklichkeit noch komplexer, kann man dann leichter quasi diese teilweise durch Mehrsprachigkeit, teilweise durch unterschiedliche Bearbeiter auftretenden Ungenauigkeiten ein bisschen ausgleichen. Das Gleiche hat man natürlich mit Wörtern, die im Prinzip gleich lauten, aber unterschiedliche Dinge in unterschiedlichen Kontexten quasi bedeuten. Wenn ich den Doktor habe, der Arzt oder eben der universitäre Doktor, die Schwester, die mal eine Klosterschwester sein kann, theoretisch, die aber theoretisch auch die Verwandte sein kann, oder dann noch komplexer mit verschiedenen Tätigkeitsbezeichnungen, wie da eben den Vikar, den ich habe, da in der ich habe das im Internet nachgelesen, ich weiß nicht, wie das im Detail ausschaut. Also da gibt es in der evangelischen Kirche offensichtlich die Bezeichnung für so eine theologische Ausbildungsstufe. Und in der katholischen Welt ist das ein Pfarrgeistlicher quasi. Also der hat potenziell den gleichen Titel, ist aber ganz eine andere Art von Ding. Im Grunde ist da auch wieder die gleiche Lösung. Man versucht, das Konzept quasi zu erfassen, und über diese Verknüpfung ist dann im Prinzip immer klar, um was es geht. Die gleiche Problematik habe ich dann auch wieder mit Ortsnamen. Da habe ich ein Beispiel, zum Beispiel, wenn da drinnen steht St. Gallen, weiß man im Kontext manchmal nicht, ist die weltliche Stadt St. Gallen gemeint oder ist das Kloster St. Gallen gemeint, wenn nichts weiter dabei steht. Bei Linz gibt es Linz am Rhein, es gibt Linz in Österreich, das ist eher eine bekannte Problematik. Aber es gibt zum Beispiel auch zwei unterschiedliche momentan lebende Thomas Aigner, die beide Doktor sind quasi. Der eine ist Schönheitschirurg, der andere ist Archivar. Wenn da nur steht Thomas Aigner, wer ist gemeint quasi? Da gibt es auch wieder eben die Möglichkeit, man versucht quasi mit externen Datenquellen Verknüpfungen herzustellen. Und eben in
dieser Vernetzung der Informationen quasi, einerseits mit Konzepten, andererseits mit externen anderen Quellen, wo vielleicht die Informationen schon detaillierter sind, weil es eher der Fokus ist, daraus ergibt sich dann quasi der Mehrwert in so einer Datenbank. Ich werde nicht anfangen, im Detail Informationen zu orten, in meiner Personendatenbank aufzunehmen, weil dann ist es plötzlich eine Ortsdatenbank und nicht eine Personendatenbank. Ich kann aber auf eine externe Datenbank, die die reine Aufgabe hat, Orte genau zu identifizieren, verweisen. Und damit ist dann klar, das Ding, das da bei mir so und so vorkommt, ganz egal, welchen Namen das vielleicht in einer Quellenstelle hat, ist diese und jene Entität quasi. Und diese Verknüpfbarkeit ist das, was in der Nachnutzung quasi der Daten so wichtig ist. Im Grunde ist eben das die Problematik, die man hat. Die Nachvollziehbarkeit ist teilweise schwierig. Die Nachnutzung ist teilweise schwierig. Wenn jemand quasi ein neuer Projekt anfängt, muss er sich auch wieder neu überlegen, wie er das macht, eben das Rad neu erfinden. Und das ist sozusagen das Themenfeld, in dem er sich mit den Datenbanken befindet. Und wenn Sie möchten, können Sie mich da jetzt auch gleich zu dieser Thematik was fragen. Ich sehe gerade, wir sind jetzt eh schon, die Zeit schreitet so schnell voran. Ja, das ist richtig. Ja, es haben sich doch einige Fragen angesammelt. Und ich fange da vielleicht, ich habe noch auch meine Frage noch dazu. Ich gehe aber mir von hinten vor. MP fragt, es ist wahrscheinlich nicht das Thema dieser elektrischen Veranstaltung, also dieser Zoom-Meetings, bei Matricula bei den Kirchenbüchern von Brixen veröffentlicht werden. Also hier ist, das ist eine Matricula-bezogene Frage und auch die letzte Frage, die ich hier habe von MP. Weshalb wird der Index bei den existierenden früheren Kirchenbüchern nicht entsprechend erweitert? Ja, ich fürchte, da bin ich überfragt. Da müssen wir das Matricula-Support-Team fragen. Keine Ahnung. Eine zweite Frage, Fragenkomplex. Kann man sagen, dass eine prosopografische Datenbank vorliegt, wenn Informationen nicht nur repräsentiert, abgepippt, sondern auch interpretiert werden, nämlich eine Record-Linkage vorgenommen wird, also eine Datensatzverknüpfung vorgenommen wird, fragt der Herr Fertig. Genau, das wäre jetzt halt so ein bisschen meine Interpretationsvariante des Ganzen, dass man eben nicht nur versucht, ein Telefonbuch quasi von vergangenen Personen zu erzeugen, sondern, das ist besonders diese zweite Bedeutungsfacette, die ich gesagt habe, dass man versucht, einen spezifischen, fassbaren Personenkreis wirklich mit mehr Informationen gemeinsam fassbar zu machen, als durch eine einzelne Person oder durch die Auflistung der Daten sichtbar wäre. Und dazu bedeutet quasi, tiefergehende Metadaten oder tiefergehende Datenverknüpfungen vorzunehmen. Ja, verstehe. Ich habe da vielleicht ein gutes Beispiel auch aus meiner persönlichen Erfahrung oder Problemstellung, die ich gerade derzeit erlebe. Also ich studiere nebenbei Geschichte als Spätberufener und in einem Seminar machen wir das Thema ist Familien- und Vermögensbildung im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Und da machen wir unter anderem auch Nachlassabhandlungen und Heiratsverträge. Jetzt kenne ich von meiner genealogischen Forschung her meine Heimatgemeinde recht gut. Das heißt, ich schaue mir so eine Nachlassabhandlung an und ich lese daraus, aha, ja genau, die sind natürlich miteinander verwandt, das weiß ich, aber da kommen auch irgendwelche anderen Personen rein, zum Beispiel irgendein ein Vormund von einer Minderjährigen und dann weiß ich, hoppla, der ist aber gleichzeitig auch ein Onkel von ihr. Das sind wesentliche Informationen für die Beantwortung von konkreten Forschungsfragen. Und ich kann jetzt da Millionen Datensätze analysieren, irgendwie schnell elektronisch eben abhandeln und komme aber auf diese Informationen in diesem Kontext dann wahrscheinlich nicht drauf. Das heißt, wie stark lassen sich wirklich so spezifische Fragestellungen ohne detaillierte Kenntnisse, die eben die Genealogie
wenn man sie eben tiefer betreibt, also wenn man sich eben wirklich auch diese Beziehungen, die die Personen in einer Gemeinde zum Beispiel zueinander haben, wenn man sich die nicht gleichzeitig auch vergegenwärtigt. Kann man das wirklich so technisch erfassen, dass man damit praktisch zu den gleichen Ergebnissen kommt? Das ist halt eben der Knackpunkt bei der Sache. Ganz unterschiedliche Forschungsschwerpunkte quasi brauchen unterschiedliche Arten von Detailinformationen zu den gewissen Rahmenparametern, die man immer hat. Wenn ich mich mit Personen beschäftige, werde ich im Grunde immer wissen wollen, welche Personen kommen überhaupt vor. Und mir fällt jetzt wenig ein, wo mich nicht das Geburtsdatum zum Beispiel interessiert. Aber alles Weitere kommt dann darauf an, wenn ich mich mit wirtschaftlichen Dingen beschäftige, würde mich vielleicht das Haushaltseinkommen interessieren oder würden mich vielleicht irgendwelche Facetten zu den Lebensumständen quasi der Personen interessieren, die ich vielleicht aus meiner spezifischen Forschung erschließen kann, die ich dann gerne in so eine Datenbank einpflegen wollen würde, um eben diese Forschungen dann möglich zu machen. Wenn ich mich mit ganz was anderem beschäftige, dann sind das vielleicht wieder andere Facetten. Und die schwierige Frage ist, wie kann ich diese Sachen einerseits zwar im Detail quasi in die Datenbank einpflegbar machen, aber gleichzeitig trotzdem ein gewisses abstraktes Vergleichbarkeitslevel beibehalten, dass man sagen kann, ich kann unterschiedliche Datenquellen nehmen und trotzdem aufeinander in Verbindung setzen. Mhm. Das wäre das, was wir sozusagen versucht haben, mit unserem System dann zu ermöglichen. Mhm. Herr Fertig? Herr Fertig hat eine Frage, ja. Genau, einfach als Kommentar anschließend, ne? Auf die Gefahr hin, dass ich klinge wie so ein alter Mann. Mal der Hinweis darauf, dass wir wir haben jetzt in der historischen Demografie, ja, zum Beispiel gibt es seit Jahrzehnten, machen wir das ja. Es gibt die Forschungserfahrung, ja, den Umgang mit den Datenbanken, auch mit diesen Vernetzungsdaten, die Gruppe in Paris und mit Klaus Hamburger und Kintip, ja, mit Pöck, sprechen die jetzt, glaube ich, aus. Puck, ich weiß es nicht. Das ist so Zeug, da geht es um Personendaten, es geht um verknüpfte Personendaten, es geht um Netzwerkanalyse und dann mit Payek und so. Ja, und es geht um, natürlich spielen die einfach ethnologische Getcom-Dateien ein. Also sozusagen die Technologie und die Forschungspraxis gibt es ja. Und gleichzeitig finde ich das sehr interessant, was Sie sagen, wenn Sie aus so einer abstrakten Fragestellung, was bedeutet Modellierung von Daten überhaupt, was für Probleme hat man, da kann sicher diese sehr breite, auch durchaus erfolgreiche Forschung, ja, also gerade in der historischen Demografie international auch, kann sicher was davon gewinnen, aber nicht, wenn es lauter Insellösungen gibt und ja, wenn man jetzt was hat, womit halt österreichische Mönche und Nonnen erforscht werden können und was aber nicht mit, sagen wir mal, dem IDS-Format von George Alter in der Demografie irgendwie kommuniziert, was damit, ne, damit wo es gar nicht eine Kommunikation dazu gibt. Ne? Also es ist im Grunde führt die Diskussion wahrscheinlich ein bisschen zu weit, weil ich relativ technisch antworten müsste. Wir haben da verschiedene Probleme quasi, die wir in dem Kontext haben. Zumindest aus meiner Erfahrung ist es meistens relativ schwierig, aus wirklich unterschiedlichen Forschungsinteressen entstandene Daten dann in der Praxis tatsächlich miteinander zu verknüpfen. Da gibt es immer Ebenen, die man einziehen muss, egal welche Standards quasi verwendet werden, weil die Inhalte sozusagen und die Interpretationen natürlich immer unterschiedlich quasi sind. Und was wir versucht haben, ist quasi die Inhalte vergleichbar zu machen, und für die tatsächliche Datenbanksprache verwenden wir im Grunde ganz normales RDF. Das kann man in beliebige Datenformate technischer Natur umwandeln, muss aber letzten Endes sich trotzdem entscheiden, welche Teile der Inhalte sozusagen man übernehmen will und wie man die in das Ziel quasi übersetzt. Also nicht aus technischer Sicht, sondern aus inhaltlicher Sicht, weil wir eben versuchen, also es geht bei NAMPI jetzt nicht speziell, also in der Datenbank, die wir für uns erzeugt haben, geht es natürlich schon um Mönche und Nonnen,
aber dass die Software kann für beliebige Dinge quasi verwendet werden. Und unsere Fragestellung war, wie man quasi dieses inhaltliche Datenmodellieren in einem gewissen, also das ganz oberste Oberbasis ist CDOC-CRM, falls Ihnen das versagt, dass die Daten quasi was Bedeutungsfamilien betrifft, vergleichbar macht. Und es geht für uns darum, quasi diese Bedeutungen vernetzbar zu machen, dass man eben sagt, man weiß nicht nur, jemand hat quasi den textuellen Begriff ab, sondern man weiß, welche Art von Ding quasi jemand war oder in welcher Situation der quasi war. Und das war quasi unser Fokus und gleichzeitig auch die Schwierigkeit. Also da müsste man, und das wäre unser Wunsch, noch stärker bei Veranstaltungen das zur Diskussion stellen, einfach weil gleichzeitig sich gezeigt hat, dass natürlich das Modellieren dann relativ aufwendig quasi ist. Und für manche Detailforschungen ist es gut, für manche ist es wahrscheinlich wieder zu kompliziert quasi. Und es ist sozusagen ein Experiment, eine spezifische Technologie, die recht vielversprechend in dem Bereich ist, auszuprobieren, ob es tatsächlich funktioniert. Aber eben, wie gesagt, detailliert können, also Sie können mir gerne was schreiben, also ich finde die Grunddiskussion sehr interessant und würde sie jetzt da nicht abüben wollen, aber die Zeit eilt sehr voran. Weil ich habe jetzt eigentlich im Grunde noch gar nicht über NAMPI selber geredet, sondern nur über die Grundproblematiken und die aber großteils eh fast interessanter sein, zumindest insgesamt. Und würde Ihnen jetzt schnell noch quasi das zeigen, womit wir eigentlich gearbeitet haben. Und zwar war eben unser Wunsch, eben zu versuchen, eben so eine wiederverwendbare Datenbanklösung zu machen, die unterschiedlichen Projekten die Möglichkeit gibt, ihre Daten so zu modellieren, wie es für sie inhaltlich quasi passt und gleichzeitig die Daten trotzdem aber vergleichbar zu machen, um eben sagen zu können, irgendein automatisches Interpretationssystem weiß, da geht es um spezifische Arten von Dingen und die können es auch in irgendwelchen anderen Datenbanken versuchen zu finden, zum Beispiel um buddhistische Klostervorsteher mit katholischen Klostervorstehern aus zwei ganz unterschiedlichen Datenbanken irgendwie verknüpfbar zu machen. Also um das von vorher nochmal zusammenzufassen, natürlich braucht es dann trotzdem eine technische Interface-Ebene, die aber inhaltlich nicht was Gottes problematisch ist. Das Schwierigere bei dem ist die inhaltliche Verknüpfbarkeit. Das kennen wir eben aus unserer eigenen Erfahrung, wo man eben, wenn man alte Datenbanken versucht zu interpretieren, vor der Problemstellung steht, dass man versuchen muss zu erraten, was haben die Leute wohl mit der Verwendung von diesem oder von jenem Begriff gemeint, quasi. Wenn da drinnen steht Bruder oder Propst oder Vikar oder sowas, muss man immer relativ komplex im Kontext schauen, um zu versuchen herauszufinden, was könnte da jetzt wohl wirklich gemeint sein. Genauso wie ich vorher das mit den Personen oder mit den Orten gesagt habe, wo die Problematik natürlich schon wesentlich leichter gelöst ist. Was ist mit St. Gallen gemeint? Was ist mit Linz gemeint? Was ist mit Abt quasi gemeint? Im Grunde läuft es darauf raus, dass das quasi ein Softwarepaket ist, das man sich installieren kann, um eben also auch schon mit Website, die man dazu kriegt, um quasi seine Daten dann über eine gewisse Schnittstelle abfragbar zu machen, um man die Daten, also es gibt einen Dateneditor. Es gibt eben diese grundlegende Datenstruktur, die wir NAMPI Core genannt haben. Das ist das gemeinsame vereinende Band von diesen ganzen Sachen. Da ist drinnen, wie quasi dieser wissenschaftliche Interpretationsprozess ausschaut und wie quasi Personen und Gruppen von Personen mit Ereignissen zusammenhängen. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, so ein Detail-Datenschema zusätzlich zu erzeugen, wie es wir für diese Mönche und Nonnen getan haben. Aber das könnte man auch für Fußballmannschaften oder für Militärkompanien machen, mit unterschiedlichen Rahmenparametern quasi, die dann aber trotzdem vergleichbar miteinander sind, zumindest soweit man es bei seiner eigenen Datenmodellierung vergleichbar machen möchte. Es zwingt dann natürlich niemand dazu, das detailliert zu machen. Und das ist so diese grundlegende Struktur, wo man sagt, es gibt für diesen wissenschaftlichen Prozess gibt es einen Autor, der an einem gewissen Datum eine Quellenstelle interpretiert. Und zwar in unserem Modell ist das auf Ereignissen basiert. Man sagt, da steht was drinnen über irgendwas, was in der realen Welt quasi passiert ist. Und zwar hat es für unser Datenmodell diese Facette, es gibt immer eine Hauptperson. Also zum Beispiel bei einer Hochzeit wird es zwei Einträge in der Datenbank geben mit zwei unterschiedlichen Hauptpersonen quasi. Sprich, das ist nicht das reale Ereignis, sondern das ist nur eine Facette von einem realen Ereignis.
Das hat an einem Ort potenziell stattgefunden, an einem Datum. Es gibt weitere teilnehmende Personen und eben unser Bedeutungsinhalt, Aspekte quasi. Das kann alles sein, was irgendwie relevant für diesen Vorgang quasi ist. Das können Ämter sein, die Personen angetreten haben. Das können Titel sein, die sie bekommen haben. Wie das im Detail dann modelliert ist, hängt quasi dann davon ab, wie die jeweiligen Projekte das für ihr eigenes Interesse quasi brauchen. Es gibt eben Personen, es gibt Gruppen, es gibt eben Events, Ereignisse, Aspekte und Daten vor allem. Es gibt noch ein paar andere Sachen, aber das ist so von den Inhalten das Wichtigste. Für NAMPI Core haben wir das vor allem über unterschiedliche Gruppen erweitert, nämlich die unterschiedlichen Orden, die unterschiedlichen Klöster. Also ein Kloster ist für uns auch eine Gruppe von Personen und nicht ein Bauwerk quasi. Das Bauwerk wäre eine andere Facette, die in einer anderen Art quasi erschlossen werden würde. Für uns ist das die Gruppe. Und im Grunde haben wir in Bezug auf das unser Datenschema aufgebaut. Man kann dann eben sagen, alle Vorsteher von einem Kloster würden mich interessieren, egal wie die dann im Detail bezeichnet quasi waren. Man könnte sagen, alle Priore von Kartäuserklöstern, die an einem gewissen oder zum gewissen Datum ins Amt angetreten haben. Natürlich alles, was am gewissen Ort passiert ist. Alle Klöster, wo irgendeiner, wir haben das Community Administrator, also der irgendwelche Verwaltungstätigkeiten im Kloster einnimmt, die kann man finden. Und was man halt bei uns kann, ist, man kann einerseits das auf der Website machen. Es gibt aber auch eine Datenschnittstelle, wo man sich im Grunde die Rohdaten holen kann, um die dann in irgendeiner Form weiter zu verarbeiten, in irgendwelchen eben Exportskripten, um die in irgendwelche andere Formate umzuwandeln oder um damit zu machen, irgendwelche Analysen oder was immer man möchte quasi. Die Daten sind im Grunde frei zugänglich. Zum Beispiel schaut es dann aus, eine Dame ist zur Priorin in Imbach gewählt worden. Da gibt es eine gewisse Quelle, wo das drinnen ist. Es gibt vom Datum her immer entweder die Möglichkeit, ein exaktes Datum anzugeben oder zu sagen, es war frühestens an dem und dem Tag oder spätestens an dem und dem Tag oder quasi beide Varianten irgendwie zwischen zwei Daten drinnen hast die Möglichkeit, so vage Informationen ein bisschen anzugeben. Dann gibt es die Möglichkeit, einen Ort anzugeben. Die Hauptteilnehmerin, das ist eben die Frau, die Priorin geworden ist. Und als weiterer Teilnehmer ist die Gemeinschaft Imbach sozusagen so. Da sieht man, für uns ist eben das Kloster quasi in dem Sinn die Rechtspersönlichkeit, die da teilgenommen hat, die Gemeinschaft der Mönche oder Nonnen in dem Kontext. Ausschauen tut es dann so bei uns, da gibt es eine Karte. Im Grunde, wie gesagt, Sie können sich das dann gerne selber anschauen. Ausschauen optisch tut es wie alle anderen derartigen Datenbanken auch. Mit dem Unterschied, dass da immer dabei steht, wer war die Person, die quasi diese Schlussfolgerung gezogen hat. In dem Fall sind es zwei Personen, die gemeinsam da quasi gearbeitet haben. Die haben am 20. September 2020 aus dem Seite sowieso bla 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 von der Chronik der Dominikanerinnen das rausgezogen. Das Gleiche haben wir für einen Chormönch, der kriegt den Titel Dominus und tritt als Chormönch, das ist ein Status in unserem Modell, in das Kloster ein. Da schaut das im Prinzip auch wieder genauso aus. Auch wieder eine Karte. Es gibt nicht immer Karten, sondern halt nur, wenn es die Informationen gibt. Aber in vielen Fällen schon. Da sieht man, es ist ein exaktes Datum bekannt, der 11. Februar 1624. Wie gesagt, wie die Datenbank ausschaut, das brauche ich jetzt gar nicht im Detail zu erklären. Das können Sie sich online eben noch anschauen. Auf der About-Seite steht das ein bisschen beschrieben. Wichtig ist nur, es gibt eben quasi diese unterschiedlichen Schnittstellen und eine Website, die man dazu kriegen kann. Also unsere Website ist genauso mit dieser Software quasi aufgebaut. Und das könnte man auch für andere Sachen verwenden. Man kann dann das Logo konfigurieren und so weiter. Es gibt dann eben auch den Editor, mit dem man diese ganzen Dinge bearbeiten kann. Und im Grunde funktioniert das ganz gut, um eben weitere Datensätze anzulegen. Ja, das war jetzt relativ kurz. Sie haben vielleicht trotzdem einen Eindruck gekriegt. Ich glaube, ich würde jetzt noch zum letzten Teil schnell weitergehen und Ihnen kurz sagen, welche Daten wir drinnen haben und dann machen wir noch die Schleife das Ganze rum mit Fragen, die Sie haben, damit es nicht zu lang wird. Jetzt habe ich mich schon verplaudert. Ja, also natürlich haben wir diese Software genommen und da auch tatsächlich Daten reingespielt, um eben zu schauen, funktioniert das überhaupt für uns, für unser eigenes Modell oder kriegen wir da schon Probleme damit?
Wir haben verschiedene analoge Quellen, die bisher auch noch nicht bearbeitet worden sind, aufgenommen. Unter anderem eben, da habe ich den Titel vergessen, interessant, das ist das Dominikanerinnenkloster in Imbach. Da gibt es eine Klosterchronik, also Professbuch, wo eben die Aufnahmen, also die Professen, das Ablegen der Profess von den unterschiedlichen Nonnen verzeichnet ist. Sie sehen eh, das ist ein ziemlicher wissenschaftlicher Leseaufwand, das quasi auch zu entziffern. Dann gibt es das Professbuch aus Garmin, das wir verwendet haben, das schaut schon schematischer quasi aus. Das sind Mönche. Dann gibt es Salesianerinnen in Wien aus dem 18. Jahrhundert, die auch quasi bisher noch nicht woanders veröffentlicht worden sind. Und dann für uns auch noch relativ interessant, es gibt die Nekrologe der Josefsbruderschaft. Das ist so eine Gebetsverbindung vor allem in Niederösterreich, aber natürlich darüber hinaus ausgreifend, wo es eine große Menge an Personen gibt, die da drinnen vorkommen, teilweise auch bekannterer Natur, je nachdem, wie da dann gerade der Vorsitzende war. Der hat dann unterschiedliche Leute aus seinem Einflussbereich da quasi angezogen, die dann da jeweils zu finden sind. Da habe ich auch kurz ein Beispiel, wie das dann ausschaut, dass man da entziffern muss. Also der Eintrag, den Sie da sehen, der in dem Fall auf Lateinisch quasi und relativ knapp gefasst worden ist, ist dann auch von einer Wissenschaftlerin aufgedröselt worden. Und zwar ist das eine Dame, die Maria Floriana Ratin heißt. Die war also Familienmitglied von ihrer Familie natürlich. Die hat dann noch einen Religionstitel bekommen, nämlich Devota Soror. Unterwürfige Schwester oder irgend sowas. Ihr Geburtsdatum ist dabei und der Tag, an dem sie ins Himmelpfortkloster in Wien als Laienschwester quasi eingetreten ist. Und so in diesem Muster geht es da quasi dahin. Also die Menge an Daten, die wir drinnen haben, sozusagen ist auch limitiert durch die Zeit, die man da aufwenden muss, um das tatsächlich so abzuschreiben, dass man diese Verknüpfung mit diesen Inhalten quasi aufstellen kann. Und wir haben zusätzlich noch versucht, schon eine existierende Datenbank zu interpretieren, um zu schauen, wie komplex das quasi ist. Und wir haben da Prodomo eben genommen, weil wir da recht gut auf die Daten Zugriff haben und weil wir da dadurch, dass ich bei der Programmierung damals mitgearbeitet habe, zumindest schon halbwegs gut wissen, wie dieses Datenschema intern quasi funktioniert. Und zusammenfassend muss ich dann sagen, es ist wirklich schwierig, existierende Daten so zu interpretieren, dass man da weiß, was im Detail gemeint ist, selbst wenn sie schon relativ modern sind und auch schon mit recht guten Datenschemen aufbereitet worden sind, einfach weil die Art der Informationen teilweise sehr subjektiv ist und fünf Bearbeiter, die ein bisschen leicht unterschiedliche Kriterien angelegt haben, erschließen ähnliche Informationen auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und das haben wir eben versucht, für NAMPI durch dieses spezielle Datenschema, das wir verwenden, das wirklich sehr stark auf die reinen Daten, ohne jetzt die Textinhalte zu sehr in den Fokus zu rücken, abzielt, ein bisschen zu erleichtern, dass man nicht in die Gefahr kommt, da ganze Sätze, die dann am Ende auch wieder keiner interpretieren kann, reinzuschreiben, sondern da stehen relativ, wie man da eh sieht, relativ knapp die Fakten, die aus diesen Informationen, also jetzt sage ich schon wieder Fakten, einfach weil man es so gewohnt ist, also die Interpretationen, die in diesen Quellen drinnen stehen, heraus zu destillieren, mehr oder weniger. Und ja, im Grunde sind das die Informationen, die drin sein. Ganz im Detail, welche interessanten Personen oder so da vorkommen würden, das kann ich Ihnen ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ich eher für die technischen Fragen zuständig bin, aber Sie können gerne einfach drinnen schmökern und schauen, ob Sie jemanden finden, den Sie kennen oder dem Sie vielleicht schon mal irgendwo anders begegnet sind in Ihren eigenen Forschungen und Studien. Und in dem Sinn würde ich sagen, machen wir noch die Fragerunde zu den letzten beiden Blöcken gemeinsam, wenn wir noch Zeit haben, ich hoffe es. Ja, sicher werden wir das noch angehen. Ne? Der Herr Fertig hat zwei Fragen, am besten vielleicht, wenn er das auch direkt stellen möchte. Aber also er fragt eben wegen Abfragen mit Sparkle oder mit Querybildern
ob es hier Möglichkeiten gibt, zum Beispiel alle Priorinnen im selben Zeitraum in maximal einer Tagesreiseentfernung, also eben komplexere Abfragen. Ja. Also in diese Richtung wäre es bei mir auch gegangen. Und am Schluss sagt er noch, dass also, trotz kritischer und hoffentlich nicht zu sehr nervender Fragen, das auf keinen Fall ist, war sehr willkommen. Super interessant. Ich würde auf konkrete Zusammenarbeit mit der CompGen-Entwicklung GetBase for All hoffen. Also wenn hier ein Kontakt hergestellt werden kann, ist das super. Mhm. Na, auf jeden Fall. Also zur ersten Sache, direkt über unsere Applikation kann man keine Sparkle-Abfragen machen, aus Leistungsgründen sozusagen. Wir haben eine API selber entwickelt, die verschiedene Informationen schon quasi vorstrukturiert zur Verfügung gibt, also mehr oder weniger im Hintergrund ablaufende Sparkle-Abfragen. Aber dadurch, dass also unsere eigenen Daten jetzt, ich kann natürlich nur von unserem eigenen Projekt sprechen, im Grunde öffentlich zugänglich sein, momentan ist das noch nicht fertig, die kommen in der Datenrepository, also direkt nach sozusagen in der Datenrepository von der Uni Graz rein, wo man sich die holen kann und in eine eigene Datenbank reinspielen kann, wo man dann nach Belieben quasi Sparkle-Abfragen machen kann. Der Knackpunkt, wenn wir schon bei Sparkle und so weiter sind, ist, was wir versucht haben zu machen, ist eine Datenbank mit Inferenz zu machen. Also eben alle diese Dinge beruhen tatsächlich auf einer Ontologie, die eingebaut ist. Es wird über den NumPy Core und über diese von uns für unsere eigenen Daten produzierte Detailontologie quasi drüber inferenziert. Und man kann sagen, bitte alle Personen, die mit einem spezifischen Aspekt beim Event beteiligt waren, im Grunde nach Belieben. Das hängt, wenn man es jetzt von unserer eigenen Datenbank abstrahiert, auf andere Anwendungen letzten Endes nur davon ab, wie detailliert man seine eigene Ontologie machen wollen würde. Was immer möglich ist, ist zu sagen, halt die Grundebene mit Personen und mit Orten, mit Quellen und zumindest das Gleiche wie in allen anderen Datenbanken, nämlich Textsuche. Die tiefergehende Suche hängt dann von den Daten ab und bei uns haben wir unser eigenes Datenmodell eben spezifisch hingezimmert auf diese Mönchs- und Nonnen-Lebenssituation quasi hingeschrieben, die wirklich sehr fokussiert auf das ist und verschiedene andere Dinge, die man sich vielleicht aus der Zeit erwarten würde, sind da nicht drin, einfach weil es für die Daten bei uns jetzt speziell keine Rolle gespielt hat. Es wäre aber kein Problem, das dann weiter zu erweitern, wenn man sagen wollen würde, man würde gerne zusätzliche Daten reinspielen. Für die Zusammenarbeit, also für uns wäre das natürlich sehr interessant. Also das NumPy-Projekt selber ist jetzt natürlich vorbei, aber wir sind gerade beim Überlegen, wie man im Rahmen von Icarus insgesamt mit der Sache quasi was macht. Eben gerade auch im Kontext mit dem Pilotprojekt mit Podomo, das wir da schon gemacht haben. Und da gibt es ja auch schon Kontakte zu CompGen in dem Sinn. Und da sind wir natürlich interessiert, in welcher Form auch immer detaillierte Zusammenarbeiten zu machen. Sei es jetzt einfach, um einen Wissensaustausch zu machen, wenn wir jetzt mal akut bei Icarus Net an dem Projekt weiterarbeiten, aber vielleicht auch wirklich um Datenaustausche, was auch immer. Also da können wir uns gerne dann zusammenschreiben. Also was ich da meine, ist auch, ich glaube, dieses Feld, wie kriege ich denn Daten aus der Datenbank wieder raus, nachdem ich die sorgsam reingetan habe? Ja, das ist etwas, wo alle irgendwie dran arbeiten müssen. Ja? Und so eine Sparkle-Abfrage tippt sich nicht ganz so leicht und schnell hin. Ja? Und dann kann sie auch noch das System überfordern. Und also genau. Wie kriege ich die Daten raus? Und das haben wir alle im Grunde. Und also CompGen mit GetBase for All, wir ziehen jetzt sozusagen programmiertechnisch um von dem eigenen, also auf Wikibase als Software, halt auf unserer Server läuft halt Wikibase. Ja. Und auch da ist dann die Frage, das ist es gut, wenn es eine große Community gibt, der auf jeden Fall, dieselben Probleme stellen, die sie dann auch technisch gemeinsam lösen. Und dieses, wie frage ich das ab und wie nutze ich das, also Ontologie, vielleicht haben es nicht alle verstanden, aber das bedeutet, man kann irgendwie nach Dingen fragen, man kann fragen, zeigt mir alle Metallarbeiter, ja, und der liefert tatsächlich den Schmied und den Goldschmied und den und so weiter, weil das System irgendwie weiß, dass das zusammengehört. Ja? Genau. Und diese Art, also das ist,
hat seinen Sinn eigentlich darin, dass es uns die Abfragen erleichtern soll. Ja, es ist eben auch technisch laufen und da ist noch eine Menge Arbeit zu tun und nur in einer großen Community. Ja, eine Frage der Metadatenverknüpfung dann, nicht? Und das ist natürlich gar nicht so einfach und trivial, gerade auch noch, wenn es noch mehrsprachig wird. Aber sicher, das ist ganz ein Ding. Ich habe noch eine Frage von einem Daniel, an den Daniel, also den Namensvetter, ja. Falls noch Zeit für Fragen sind, und die haben auf jeden Fall. Gibt es irgendeine Art von grafischer Visualisierung der Daten, also Beispiel Personen, die mit einem bestimmten Ort verbunden sind? Also was es bei uns momentan gibt, das ist vor allem aufgrund der Projektlaufzeit noch nicht weiter ausgefuchst. Im Grunde gibt es natürlich in unserer speziellen Datenbank die Möglichkeit, sich direkt den Ort anzuschauen. Und da kriegt man dann direkt momentan nur eine Auflistung. In dem Fall kann es nur eine Auflistung sein von den Personen, die mit dem Ort oder mit den Ereignissen vor allem, die mit dem Ort zusammenhängen. Weil auf der Karte selber wäre es natürlich alles nur am gleichen Punkt. Was wir jetzt momentan nicht haben, einfach weil es sich zeitlich oder weil es sich von den Ressourcen nicht ausgegangen ist, ist zum Beispiel so Übersichtskarten und Ähnliches, machen können würde man den mit den Daten natürlich. Also eben gerade auch auf die vorige Frage nochmal zurückgehend, also es gibt eben bei uns die Programmierstelle, über die man schematisch quasi auch Datenblöcke sich holen kann, dass man sagt eben die gesamten Metallarbeiter zum Beispiel. Also Metallarbeiter gibt es bei uns jetzt zwar keine, weil die in dem Kloster nicht speziell irgendwie aufgelistet worden, zumindest ist mir jetzt nichts bekannt. Aber theoretisch könnte man das und würde bei diesen Daten natürlich bei den verknüpften Informationen diese Ortsdaten und so weiter dabei haben und könnte dadurch zum Beispiel eine derartige Karte sich anfertigen, auch für Webseiten oder für wenn man es nur so für irgendwas braucht. Möglichkeiten gibt es da viele, umgesetzt haben wir die noch nicht, einfach aus. Ja. Es ist ja nicht nur ein Nice-to-have, diese kartografischen Darstellungen, sondern gerade wenn du vorher angesprochen hast, Häuser, Prioren zum Beispiel, wenn man hier sieht, das kann man, alle her kann und so man in verschiedenen, man kann ja zum Beispiel, was ich, verschiedene Farben verwenden für verschiedene Stände, ob adelig, bürgerlich oder was auch immer ist. Und genau. Dann, wenn man sieht, hoppla, auf diese Kartäuserprioren, die stammen alle von einer geografisch recht eng einzugrenzenden Region, dann lasst ja das wiederum sehr viele Schlussfolgerungen zu auf bestimmte Hintergründe, die eben sonst vielleicht gar nicht aufgefallen wären. Also vom User-Interface ist da bei uns natürlich noch Luft nach oben. Rein technisch gesehen holen kann man sich diese Daten, um eben diese Informationen oder diese Visualisierungen damit anzufertigen. Aber je nachdem, wie wir dann im Rahmen von Icarus mit dem Ganzen noch weiter gehen werden, ist der Plan da natürlich noch weitere Zeitleisten, alles Mögliche gibt es da noch, was man eigentlich gerne haben wollen oder was man sich auch erwarten würde. Auch die Suche natürlich ist momentan, also vom Interface selber her, ist noch bei weitem ausbaufähig. Es ist im Grunde ein Proof of Concept, könnte man sagen, um eben mit diesen semantischen Daten, also um zu schauen, kann man mit diesen semantischen Daten arbeiten. Und je nachdem, welche Erfahrungen wir machen, würde man für die nächste Version natürlich verschiedene Dinge auch modifizieren oder wieder wegschmeißen oder was auch immer. Also generell sind diese Fragestellungen für uns und für unsere Mitglieder, für Icarus for All, natürlich sehr, sehr interessant, auch sehr essentiell, auch was der Herr Fertig angesprochen hat an der Nutzung und an der Erstellung, an der Arbeit, an Standards, die hier verwendet werden können, dass nicht jeder seine eigene Burg baut und es dann eben wiederum einen Fleckerlteppich nur gibt. Also das sind sehr, finde ich, sehr interessante Fragestellungen, die uns sicherlich auch in den nächsten Themen, Diskussionsrunden, die wir machen werden und beschäftigen werden und was schön ist, wenn wir das vertiefen können und da miteinander in Kontakt bleiben und das entsprechend eben auch kanalisieren, ja. Also definitiv. Jetzt ist es 20.18 Uhr. Hauptabendprogramm. Ja, genau, es ist perfekt, es ist wunderbar. Ich
denke, wir sollten jetzt vielleicht zu einem Schluss kommen. Wenn es nicht noch irgendeine Frage gibt, die unbedingt genau, ja, vom Chat her eigentlich nicht, so stellen wir. Manfred, darf ich dich? Gut, dann schalte ich mich zu. Ich habe spannend und interessiert zugehört. Schön, dass der Georg Fertig von Konken da war und die Ingrid oder Horst ebenfalls, wie ich gesehen habe. Es hat sich dadurch eine interessante Diskussion entwickelt, die sicherlich auch bilateral zwischen Daniel und Georg fortgesetzt wird, um vielleicht künftige Projekte noch besser abzustimmen oder auszuloten, was möglich wäre. Ja, die Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau, die geht weiter. Wir haben, wie der Georg hat es angesprochen, jahrelang verfolgt, ob es bei den GATCOM-Standards irgendwelche Fortschritte gibt. Ansonsten gibt es halt die Macht des Faktischen. Wer sich durchsetzt, ist letztendlich der, besser am Markt ist. Das muss nicht immer das beste System sein. Ja, schöner Abend heute, interessanter Ausblick in die Zukunft, die digitale Zukunft. Schön, dass Sie dabei waren. Es gilt natürlich jetzt noch den allen Beteiligten recht herzlich zu danken. Natürlich dem Daniel für den tollen Vortrag und das Engagement, das dahinter steckt. Und das Wissen ist unheimlich. Für die souveräne Moderation an den Otto, der ja auch vom Fach ist. Und natürlich die Tatjana, die still da das Technische abhält und schaut, dass das alles läuft. Und aufgezeichnet hat. Schön, dass Sie dabei waren. Es gilt noch 8 Tage bis zum Heiligabend. Ich wünsche Ihnen alles Gute, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Nächstes Jahr sind wir wieder dabei mit 4 Insights-Ausgaben und natürlich 4 Diskussionsrunden, die alle Quartal, merken Sie sich, März, Juni, September und Dezember. So sind unsere Jahreszeiten und wir schauen Zukunft hoffnungsvoll in die Zukunft. Machen Sie es gut und schönen Abend. Ja, perfekt. Genau. Wiederschauen. Wiederschauen. Schönen Abend. Ja, danke. Schönen Abend. Dankeschön. Ja, servus, guten Abend.